Hi, heute ein Video zum Karpaltunnelsyndrom oder Kribbeln in den Fingern oder taube Hand. Ich selber habe kein Karpaltunnelsyndrom, aber so kribbelnde Finger oder taube Hand, das kenne ich schon. Gerade wenn man viel am PC gearbeitet hat, zum Beispiel für YouTube, oder du magst es vielleicht aus dem Büro kennen. Wenn das eins deiner Probleme ist, dann bleib dran, ich habe da was für dich. Gut, und bevor es losgehen soll, habe ich dir unten im Beschreibungsfeld auch noch ein bisschen was dazu verlinkt, denn ich glaube, das Problem sitzt sehr viel hier darin, dass dein Schulterblatt nicht richtig gleitet. Weil, wie sitzen wir am PC? So mit der Maus und machen das hier. Und da passiert hauptsächlich was aus dem Arm, aus der Hand, aus dem Ellbogen, bisschen noch aus der Schulter. Aber wo so eine Bewegung wirklich herkommen soll, ist das Gleiten hier im Schulterblatt. Und ja, da zeige ich dir jetzt was. So, bevor wir loslegen, einmal noch kurz, wenn du wirklich Karpaltunnelsyndrom hast, lass dich behandeln bei einem Profi. Wenn du mal was ausprobieren willst, was dir eventuell helfen kann, dann kannst du meine Übung ausprobieren. Wir legen uns auf die Seite. Du kannst dir aussuchen, welche Seite du nimmst. Ich liege für das Video jetzt auf meiner rechten Seite. Wenn du in der Seitlage etwas brauchst, um deinen Kopf abzustützen, dann kannst du dir ein Handtuch falten oder du hast so ein Liegekissen, ein Stützkissen. Das muss aber auch wirklich flach und hart sein, damit dein Kopf da mitrollen kann und damit nicht der Kopf irgendwie einsinkt. Also so ein großes Kopfkissen bringt nichts. Deine Beine hast du im 90-Grad-Winkel vor dir, die Knie liegen aufeinander. Es ist so ein bisschen, als ob du auf einem Stuhl sitzt, Füße sind auch aufeinander. Und du streckst deine Arme vor dir aus, gerade vor dir aus und legst deine Handfläche, deine obere Handfläche auf deine untere Handfläche. Und mit der oberen Hand gleitest du jetzt über die untere Handfläche in Richtung Boden. Es kann am Anfang eine kleine Bewegung sein, du rollst dabei mit deinem Gesicht, mit deiner Nase in Richtung Boden. Ich hoffe, du hast eine schön weiche Matte. Wenn nicht, unten im Beschreibungsfeld habe ich dir eine verlinkt, das ist meine, die ist aus Schafswolle, die ist richtig gemütlich. Lass deinen Kopf mitrollen in der Bewegung und die Armbewegung bleibt die ganze Zeit gleich. Du schiebst deine obere Hand über die Handfläche der unteren Hand in Richtung Fußboden und holst den Arm wieder zurück. Und was du nicht machen solltest, ist diese Rückholbewegung aus dem Ellbogen machen. Wir wollen die Rückholbewegung aus dem Schulterblatt machen. Wenn du es aus dem Ellbogen machst, dann ist das die gleiche schietige Bewegung, wie man am Computer und an der Maus macht. Du gehst mit der oberen Handfläche geradeaus vor dir in Richtung Fußboden, lässt deinen Kopf mitrollen, der Oberkörper geht mit, die Nase geht richtig in den Boden oder in die Matte. Und dann holst du den Arm wieder zurück und spür, was dein Schulterblatt dabei macht, wie sich das auf deinen Rippen anfühlt. Deine Hand, deine obere Hand, bewegt sich nach vorne auf den Fußboden, gleitet auf den Fußboden und dann holst du sie wieder zurück auf die Handfläche der anderen Hand. Was ich dabei immer richtig schön finde, ist, dass man nicht nur für die Rippen auf der oberen Seite was macht, sondern auch die Rippen, auf denen du aufliegst, die werden richtig massiert. Und das ist, ja, ich finde ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mach immer eine Pause, wenn du glaubst, du brauchst eine Pause. Du musst nicht die ganze Zeit, während ich rede, mitmachen. Wenn du eine Pause brauchst, vom Gefühl her, mach eine Pause. Wir machen jetzt insgesamt mal eine Pause. Du kannst dich ein bisschen ausruhen, ein bisschen nachspüren, was vielleicht auch in deinen rechten Rippen passiert ist oder die Rippen, die am Boden sind. Bei mir sind es die rechten. Und dann gehen wir wieder in die Bewegung. Beine 90 Grad, Füße, Knie aufeinander, als ob du sitzt. Obere Handfläche auf untere Handfläche, Arme geradeaus vor dir gestreckt. Und du gleitest wieder ein-, zweimal mit der Handfläche des oberen Arms in Richtung Fußboden. Und deine Nase rollt mit in den Boden. Und dann stellst du dir vor, dein Arm ist wie ein Flugzeug und der Arm, der nach vorne gleitet, er gleitet nach vorne und hebt dann ab. Deine Nase bleibt weiter Richtung Boden gedreht und du hebst in so einem Viertelkreis oder falls du nicht so weit kommst, nur ein bisschen, hebst du ab und du kannst richtig spüren, wie dein Schulterblatt hinten über die Rippen weitergeht.
Ganz wichtig, während du diesen Viertelkreis machst, bleibt deine Nase im Boden und dann kommst du zurück mit deinem Viertelkreis auf den Boden mit der Handfläche, bringst die Handfläche der oberen Hand auf die Handfläche der unteren Hand und wiederholst das Ganze. Kannst zwischendrin gerne noch eine Pause machen. Deine Hand hebt wie ein Flugzeug ab. Dein Schulterblatt bewegt sich dabei richtig nach hinten über die Rippen weg. Und wenn dir das Ganze schwerfällt, schau unten ins Beschreibungsfeld. Ich habe dir da ein paar Übungen verlinkt, die quasi als Vorübung dafür sind oder gut kombiniert werden können. Und du kannst einfach diese, naja, es sind dann drei Übungen in Kombination ausprobieren und mal schauen, was das so mit dir macht und deinen Rippen und deinem Schulterblatt. Gut, das soll es gewesen sein. Lass mir doch ein Abo da, damit du keins mehr meiner Videos verpasst. Konstruktive Kritik bitte in die Kommentare und wenn es dir geholfen hat, ein Like. Bis zum nächsten Mal.